Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Und heute spielen wir ein Spiel, was unheimlich ist. Wortwörtlich, das Spiel heißt unheimlich. Ich weiß nicht, ob das Spiel von einem Deutschen entwickelt wurde, aber das ist der Name des Spiels. Und wir drücken Press P to play. Geht anscheinend ca. 10 bis 20 Minuten. Oh, wow. Ich habe die ganze Zeit auf die scheiße Wand geguckt und ich dachte ernsthaft, ich muss irgendwie auf einen Tunnel zulaufen. Und sowas hat mich schon gewundert, warum ich mich da nicht umdrehen kann. Aber nein, wow. Okay. Komisches Intro. Gibt nichts irgendwie. Okay, kann ich hier lesen? Da ist mein Licht. Okay. C-Crouch. Ja, das kriege ich hin. Oh. Interact, Flashlight, Menu, Inventory. Just run away and hide, we will go away. Okay, wir sind da verstecken. Nicht kämpfen. Außer du hast die Möglichkeit dazu. Was ist? Okay. Wenn sie dir gesagt, dass du zu dem Tor gehen sollst, dann hast du keine Wahl, außer den Schlüssel hier zu finden. Ich kann sonst nichts sagen. Oder sie werden mich bekommen. Okay. Ich weiß nicht, was. Habe ich irgendwie das Intro der Story verpasst oder sowas? Picked up Golden Idol. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber das Spiel. Das sieht nämlich so ein bisschen an Eis. Kennt ihr Eis noch? Wo man in einem Haus einfach als. Als Dieb Sachen finden musste. Und dem Geist ausweichen musste und dann einfach möglichst viel klauen musste. Das war ein sehr altes Spiel. Ich glaube, ich habe sogar eine Handyversion früher damals. Habe ich keinen. It's useless. Schön. Wo ist mein fucking Schlüssel? Hier ist nichts. Kann ich. Hä? What? Okay. Great. Wir haben den Schlüssel gefunden. Ist locked. Sehr strange Spiel auf jeden Fall. Auch alles locked? Ich habe keine Schlüssel mehr. Okay, dann. Da ist noch ein Schlüssel. Das ich habe keine Ahnung, was ich hier irgendwie gerade zu erwarten habe. Das Spiel ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Mobile-Horror-Game. Red Room. Aha. Ist eine von den Türen hier? Ist jetzt ein Monster drin? What? Okay. Goldene Dildos, gut. Welchen Hammer hier? Kann ich mal mitnehmen. Ich bin maximal verwirrt. Was ist das für ein Spiel? Aber na gut. Also ich bin eine richtige Story, das ist eher so ein finde möglichst viele Gegenstände und ja. Gray Key. Press Shift to run. Ja. Ich renne aber nicht mit Shift. Oh, doch tue ich. Okay. Komisches Ding. Ich weiß nicht, ob ich das darüber aufgemacht habe. Ich glaube, es war schon offen. Ist hier irgend. Okay, ich nutze diese Möglichkeit, um euch zu sagen, dass ich gestern Nacht einen Einteiler von Visage Chapter 2 hochgeladen habe. Ich würde euch sehr empfehlen, das zu sehen. Kann ich jetzt irgendwie verstecken? Haut ihr mal ab, oder? Au. Oh. Okay, great, dann. Können wir die Tür aufmachen? Gut, ich schätze nicht. Kann ich hier was mitnehmen von? Safe Run? Okay, ich habe den Schlüssel für den Safe, schätze ich. Warum ist mein Feuerzeug? Mein Taschenlampe kaputt. Oh no, okay. Ist das irgendwas? Nö. Mein Gott, das Spiel ist strange. Short Color. Warum kann ich mein Licht nicht mehr benutzen jetzt? Wieso ist hier nichts? Habe ich noch einen Key? Silver Key, ja, habe ich.
Ich meine, da hinten war natürlich öffnen könnte. Jetzt geht mein Licht wieder. Hier geht das Licht einfach nicht. Warum? What? Na gut, ich schätze, die Seite geht auf. Ja. Zum Glück heißt das Spiel unheimlich, sonst würde ich nicht wissen, dass es hier gruselig ist. Vielen Dank für den Tipp. Okay. The shard has turned red. Ach, safe run. Ich weiß auch nicht, was jetzt was war. Soll ich mich jetzt bewegen? Ich dachte, das eine wäre... Na gut, whatever. Ich dachte, das eine wäre der Schlüssel für ein Safe. Oh Gott. Und das andere wäre... Der Schlüssel halt für den Ausgang, wegen Rennen. Aber nein, so war es nicht gemeint. Okay, was habe ich jetzt eingesammelt? Second Floor Key. Fuck off, geh weg. Second Floor. Was ist das denn? Hier? Nein, hier war nichts. Shard has turned blue. Bin ich jetzt safe? It's locked. Gott. Ja, aber dann darf ich den gar nicht bewegen, oder was? Das ist jetzt auch nicht so spannend. Ich einfach 2 Minuten lang auf der Stelle stehen bleiben. Egal, ich renne von dem Monster weg, wenn die da sind. Ist irgendwas drin? Wie fucking groß ist der Raum hier? Oh, hi. Okay, nicht durch. Okay. Hier brauche ich wohl einen Schlüssel. Ist hier irgendwas? Mysterious Device. Okay, irgendwas kann ich damit machen. Was auch immer. Oh, hi. Bitte töte mich nicht. Ding. Gut. War hier denn irgendwas? She sent us to our deaths. Oh nein, Alter. Das ist so gruselig. Nicht in den Tod. Da will ich halt, das ist ja ein ganz schlechter Ort. Kann ich jetzt irgendwas machen mit dem Ding, was ich bekommen habe? Vielleicht irgendwie da hinlegen hier vor die Tür? Irgendwie ein Ritual? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du? Nö. Ich hab's halt einfach die ganze Zeit in der Hand. Kann ich vielleicht die Tür mit aufmachen? Nö. Goddammit, Mann. You can't use this. Warum? Oh! What? Was ist mit dem Teller? Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ah, hier. Bitteschön. Bist du jetzt zufrieden? Bist du glücklich? Wow. What? Spooky Key. Great, wir haben einen Spooky Key. Damit geht's jetzt weiter. Dann gehen wir mal nach oben. Wahrscheinlich mussten wir lange vorher machen. Warum kann ich dann überhaupt hochgehen? Egal, gut. Wir haben jetzt nur Spooky Key und damit machen wir eine von den Seitentüren hier auf. Und dann ist die Tür offen. Wo kann ich jetzt rennen? Ist ein Monster in meiner Nähe? Monster ist in meiner Nähe. Ja. Direkt hinter mir. Wie schön. Was? Wie ist das denn auch zu? Kuh geht nicht mal, Kumpel. Kuh geht nicht mal. Es ist... Oh mein Gott. Okay. Das war unheimlich.